Weiter geht die wilde Fahrt hier in der Burg. Nein, ich will nicht weitermachen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 4. Wenn ich jetzt ein paar Schritte laufe und Kapitel 7 ist beendet, dann flipp ich aus. Sieh dir das an. Ja, ganz schön viel kaputt. Hätten sie mal ein bisschen aufräumen können. Mir fällt gerade auf, ich habe mein Audacity-Programm noch offen. Das macht dann immer so. Es leuchtet mich zu arg aus, das will ich nicht. Ich will im Schatten verborgen bleiben, denn ich bin nicht Batman. Alles klar, das muss dahin. Und dann geht das da auf. Keine Chance. Okay. Verrostetes Schwert. Goldschwert? Nehmen wir mal, das ist ein anderes Schwert, ne? Aber das sagt nichts. Da muss ich auf ein Schwert reinsetzen. Hier ist ein Eisenschwert, ein verrostetes und ein goldenes Schwert. Anscheinend brauche ich noch ein Schwert, um das da einzusetzen. Da kann ich ziehen. Ah. Ich glaube, das ist das Schwert. Aha. Adler. Hier, Schwage, Schlange. Warum? Wegen den Sachen? Da muss ich nicht drauf schießen, oder? Ich glaube, die Musik ist gerade zu leise, aber die macht so einen unwahrscheinlich unangenehmen komisches Geräusch. Und als ob sich hier drunter nicht so ein Gegner verstecken würde. Der wartet dann auf den richtigen Moment und dann macht er Buh. Okay. Ich kann hier auf jeden Fall was ziehen. Aber warum sollte ich das? Ich wette, diese Gongs ertönen, wenn du drauf schießt. Ja, das ist mir schon klar, aber ich will ja nicht unbedingt Munition verschwenden. Müssen wenigstens nicht in der richtigen Reihenfolge sein. Das ist ja schon mal gut. Ist aber eine schöne Schatzkammer, so mit Folterinstrumenten. Ein Spinell. Spinell. Blutverschmiertes Schwert. Ja, geil. Da nehmen wir. Wozu soll das gut sein? Hey, das ist da zum Ist nur eine Einsetzen. Habe ich Replik. doch schon gesagt. Viel kann man damit nicht anstellen. Das müssen wir hier halt reintun. Oder man muss sie in der richtigen Reihenfolge reintun. Verrostetes Goldschwert. Ich nehme mal das da und tausche das mit dem Eisenschwert aus. Die Bilder mit dem Ritter. Bilde ich mir das ein oder erzählen die eine Geschichte? You don't say! Nehme ich mal an. So, das Eisenschwert zum. Obwohl. Goldschwert würde ja viel mehr Sinn machen, wenn der König mit Hilfe des Goldschwerts uns zum Ritter schlägt. Das Eisenschwert ist halt unsere Waffe. Das blutverschmierte Schwert ist halt da, wo wir das in unsere Gegner reinrammen. Und das verrostete halt bei unserem Grab. Ja. War wohl richtig. Was schreist du denn immer so, Ashley? Was für Probleme hast du? Ich weiß, große, große, sehr große Probleme. Du hast einen Parasiten in dir, bist entführt worden, aber trotzdem musst du nicht immer so rumkomisch schreien. So, bedrückende Anspannung ist wieder da. Oh. Ah, jedes Mal aufs Neue. Wo bist du, kleine blöde Schlange? Was dich erschreckt hat. Leon! Jetzt mich beinahe erwischt mit dem pieksigen Ding da. Gut, dass wir nicht vergiftet werden können, ne? Ich reagiere aber auch immer so spät. Also Reaktionsvermögen gleich over 9000. Was haben wir hier? Ein Goldarmreif, okay. Kann ich zum Händler gehen? Ich würde gerne Sachen verkaufen, einfach weil ich es kann.
Rollo. Boah, es müssen doch einfach wirklich die nächsten Gegner auf einen warten, oder? Warte, ist das nicht derselbe Raum wie zuvor? Sind wohl bloß im Kreis gegangen. Darf ich sie schlagen? Darf ich? So? Komm. Das... Also... Nee. Natürlich sind wir im Kreis gelaufen. Müssen auch uns irgendwie einen Weg bahnen. Wir laufen den Weg lang, der uns gegeben wird. Da sind wir voll im hohen Kreis gelaufen. Oh, Ashley. Nee, ich kann nur runter. Hey, was hast du vor? Denk nicht mal dran, das nachzumachen. Genau, bleib einfach mal dort. Bleib einfach mal dort. Mach mal keinen Stress. Kann auf jeden Fall hier runter. Und mir deinen Schatz hier holen. Super, eine goldene Sanduhr. Kurz sich angehört wie eine schnurrende Katze irgendwie. Keine Ahnung warum. Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach auf einem Kronleuchter springen. Doch, kann ich. Hast du gesehen, dass ich es kann? Wer bist du, meine Mutter? Gibt's nämlich auch wieder diese Glockendinger. Und da vorne ist nämlich auch so eingraviert, was wir brauchen. Pferd und Schlange. Das da, glaube ich, ne? Mann. Ah, siehst du, geht auch so. Und die Schlange noch. Und ich wette, die Schlange ist bestimmt hier auf der Seite. Weil ich habe nämlich auf der anderen Seite dort, als ich über den Kronleuchter gesprungen bin, den Adler gesehen. Ah, siehst du. Hab ich doch gesagt. Jetzt komm. Geht da. Und dann geht das auf jeden Fall auf. Wir könnten dann dort durch. Aber ich will auf jeden Fall hier das noch kaputt machen. Weil... Passierten. Nee, Seitenkristall. Oh, cool. Weil das Geld beleuchtet hat, dachte ich, es wären Passierten. So, und dann haben wir hier so weit, wie wir alles machen können, ne? In den Raum daneben kommen wir noch nicht rein. Und wir haben noch keinen kleinen Schlüssel gefunden. Ich würde aber gerne mal kurz zum Händler gehen wollen und vor allem speichern. Das ist wichtig für mich, weil ich gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr gespeichert habe, seitdem ich das jetzt mal hier war, ja. So, Verliesschlüssel brauche ich nicht mehr, kann weg. Goldarmreif, goldene Sanduhr, elegantes Dings und Seidenkristall, das kann ich alles verkaufen. Da habe ich schon ein bisschen was. Aktenkoffer. Interessiert mich echt immer noch, wegen dem roten Kraut. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Broken Butterfly könnten wir uns kaufen. Wir können uns auch die Rohstoffe kaufen. Das Problem ist nur... Also Magnum-Rezept macht erst dann Sinn, wenn ich auch wirklich eine entsprechende... Also wenn ich zum Beispiel Broken Butterfly hätte. Wenn ich mir die kaufe, kriege ich das Magnum-Rezept natürlich umsonst dazu. Ich weiß es nicht. Ich habe aber Angst. Nee, komm, wir nehmen es mal. Du hast ein Auge für sowas. Bei Waffen geht es nicht nur ums Schießen. Es geht auch ums Nachladen. Du weißt sicher, wovon ich rede. Ja. Warte, nimm das noch. Kriegst du umsonst? Na dann, viel Spaß bei der Zubereitung. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Und die wird auch jetzt ein so braucht hin und wieder. Komm, jederzeit meine Backup-Waffe, glaube ich, wenn es mal brenzlig wird. Ah ja. Magnum-Munition haben wir zwar keine, aber wir können haben jetzt auf jeden Fall das Rezept, um sie herzustellen. Wir brauchen dafür, toll, auch blaue Rohstoffbeutelchen. Naja, ist halt so, ne? Aber dann ist... Oh Gott, Ashley, hast du mir gerade einen Schrecken eingejagt? Ich wollte speichern. Fällt mir gerade ein.
speichern. Boah, ey, die hat mir echt einen Schreck angejagt, als sie jetzt eben gerade um die Ecke kam. Weil ich rechne jedes Mal damit, dass neue Gegner halt kommen, ne? Teilweise spawnen die ja auch wieder. Ich kann es halt nicht abschätzen, wann dem so ist und wann dem nicht so ist. Ja, gucken wir mal. Hey, warte, Leon! Ja, dann beeil dich doch ein bisschen. So schnell bin ich nun auch nicht. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Achso, das ist die verschlossene Sand. Ich dachte, oh, ich hab da was übersehen. Okay, wie weit haben wir es noch bis zum Burghof? Hört es mit dem Burghof in Kapitel 7 dann auf? Dann haben wir noch ein ziemliches Stück vor uns. Oh, guck mal, Rohstoffe. Rohstoff S. Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Sind Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Nicht der schon wieder. Ich habe mir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Ich habe ihn unterbrochen, aber ist egal. Kann ich auch auf den schießen? Nee, okay. Also es bringt nichts, schade. Ich dachte, man könnte die vielleicht kaputt machen, um ihn einfach ein bisschen zu ärgern. Er wollte für mich jetzt Unterhaltung, also für Unterhaltung sorgen. Das ist ja sehr nett von ihm, dass er sich so um seine Gäste kümmert, dass denen ja nicht langweilig wird. Aber der braucht es mit der Unterhaltung nicht so zu übertreiben, ne? Also so viel Unterhaltung brauche ich jetzt auch nicht. Ich denke mal, dort geht's weiter. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das ist die Eingangstür, ne? Die kann ich ja mal aufschließen. Genau. Hier war ich überall schon. Kann ich nichts weitermachen. Okay. Geht's da nochmal raus? Ist auch nochmal zum Speichern. Parasiten in ihrer Ökologie, Band 2. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Es folgt eine Liste einiger solcher Parasiten. Dicrococolium. Sind die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert, verändern sie deren Verhalten, sobald es abends kühler wird. Zur Zeit, wenn das Vieh grast, klettert die infizierte Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Man könnte meinen, der Parasit manipulierte den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Trematoden. Die Larven dieser Parasiten nisten sich im Hirn bestimmter Fischarten ein. Die infizierten Fische schwimmen daraufhin an die Wasseroberfläche, wo sie verbleiben, bis sie von Meeresvögeln gefressen werden. Leukochloridium. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke, wo sie wie Würmer pulsieren. Sie verändern das Verhalten der Schnecke und zwingen sie dazu, auf die Vorderseite eines Blattes zu kriechen, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann. Sobald er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Krass. Eieiei, guck mal, wir können hier wieder speichern. Das ist, beunruhigend, ehrlich gesagt. Wenn ich da jetzt durch diese Tür gehe, falls ich durchgehen kann, nein, ist natürlich zu, okay. Keine Chance. Das heißt hier natürlich, zum Glück irgendwie, weil dann können wir das ein bisschen eingrenzen. Hier oben ist noch ein Schatz. Stopp. Kann mir das eigentlich auch auf den Kopf fallen? So, und jetzt geht's hier weiter. Haben wir die Zeit schon vorbei? Schade, noch nicht. Ist auch noch nicht sonderlich viel passiert, ne? So, rein ins nächste Verderben. Ja, ich gehe einfach wieder. Komische Brunnen, die schwarzes Wasser haben. Dazu die Typen mit der Armbrust. Nee, danke. Ich hoffe, das ist schwarzes Wasser, ehrlich gesagt. Ist auf der anderen Seite auch einer? Nee.
War nur dort einer, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich höre auf jeden Fall Leute. Okay, hier muss ich doch 100 pro irgendwas einsetzen. Sie sind hier! Ah, die Ich hab Angst, dass sie plötzlich von hinten kommen. Entfern dich! Ja, entfern dich! Entfern dich von mir. Die wollen nur was von mir. Ach, warte mal. Ah, Ashley. Ashley! Ich will mal meine 6 ist das. Huch! Hallo, die Herren! Sag doch wenigstens Bescheid! Oder was? Ashley! Hab ich sie erschossen? Was ist passiert? Kann das jetzt gerade nicht so ausmachen. Bewegungsunfähig war sie nicht. Sie war halt auf den Feindesrücken. Geht das? Kann ich Ashley erschießen? Ups. Wenn, dann tut mir das ernsthaft leid, Ashley. Vorsichtig. So, dann sagen wir okay, du kannst. Dem erstmal gut. Hallo. Super. Jetzt rüsten wir Handgranaten aus. Und laufen hier ein bisschen rum. Sie sind hier! Sie sind hier! Ah, die Unterhaltung. Auf welche? Komm! Moment! Nicht nett. Oh, voll daneben. Hilfe. Okay. Sind erledigt. Warte, da habe ich einen gesehen. Oh, das war sogar, glaube ich, eine Frau, oder? Ist die am Leben noch? Ich glaube, ja. Na komm. Nein, verdammt. Ah! Ah! Que los muertos se consagren al Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Somos tu martillo. Kann ich auch ein bisschen schneller sein als er? So ein Drehen. Nein. Ah, Hilfe. Also die werden mein größtes Problem, ich sag's euch. Werde ich jedes Mal irgendwie Shotgun-Muni dafür verwenden, ne? Aber dafür nichts anderes übrig. Ganz schön viel Pistolen, muss ich sagen. Ich habe irgendwie gehofft, dass die jetzt nicht auftauchen. So viel dazu. Ich hoffe, ich habe jetzt einen kurzen Moment Ruhe, damit ich mich umsehen kann und gucken kann, ob ich hier irgendwas übersehen habe, verloren habe, wollte ich gerade sagen. Aber ich höre das schon wieder. Irgendwen höre ich. Ich weiß noch nicht von wo. Oh, rotes Grad, cool. Kann man damit verbinden.
Wo sind die denn? Sind irgendwie oben, oder? Aber ich komme hier nicht hoch.